Immerhin, das müssen wir fairerweise sagen, eine unglaubliche Sache ist unter der Regentschaft der GroKo gerade passiert. Deutschland hat jetzt auch ein Gesetz gegen Abgeordnetenbestechung. Ja, ja, fast wie ein zivilisiertes Land, möchte ich fast sagen. Das müssen Sie dazu wissen. Jahrelang haben sich unsere Parlamentarier mit Händen und Füßen gegen so ein Gesetz gewehrt. Denn, mal ehrlich, es muss doch möglich sein, dass man mal eine kleine Gefälligkeit annimmt. Oder einen Vorteil. Der Vorteil versteht auch jeder was anderes. Wenn Sie mich zum Beispiel zum Länderspiel Fußball in die VIP-Lounge bei Bayern München einladen, würde ich sagen, ich sitze lieber zu Hause auf der Couch und habe meine Ruhe. Aber viele andere würden das vielleicht als Vorteil bezeichnen. Also, Frau Kollegin, Sie sollten noch mal überlegen, ob Sie das im Protokoll wirklich für jeden nachlesbar haben wollen. Zu spät, jetzt war es im Fernsehen, meine Damen und Herren. Es ist natürlich auch schwierig, wenn wir hier über Bestechung reden, den Geschmack von Politikern zu treffen. Ich sage mal, am besten schenken Sie Bargeld, dann machen Sie nichts verkehrt. So. Und jetzt kommt aber der Haken am neuen Gesetz und der ist leider kein Witz. Abgeordnetenbestechung ist ab jetzt nur strafbar, wenn es nachweislich einen Auftrag zur Bestechung gibt. Also quasi eine Quittung. Mit anderen Worten, in der Praxis ist es nie strafbar. Ehrlich, das regt mich so auf, ich glaube, ich brauche professionelle Hilfe. Herzlich willkommen zum Heute-Show Telekolleg. Entspannt verarscht werden, meine Damen und Herren. Telekolleg entspannt verarscht werden. Mit Birte Schneider. Ja, herzlich willkommen, liebe Verarschte. Heute wollen wir mal versuchen, zusammen mit dem Oliver eine höhere Bewusstseinsstufe zu erreichen. Das heißt, wir wollen akzeptieren, dass wir verarscht werden. Ja. Und muss die ganze Zeit diese indische Klimpergitarre spielen? Leider ja. Okay. Fangen wir mit einer einfachen Übung an. Immer wenn Sie das Gefühl haben, verarscht zu werden, ja, dann schlagen Sie bitte einmal auf die Klangschale und lassen Ihre Wut mit dem Ton verklingen. Okay. Okay, ja, ja. Schauen Sie mal hier, das ist der Rudolf Henke von der CDU. Was? Ja, das regt mich schon auf, dass der in der CDU ist. Ja, whatever. Der Rudolf jedenfalls musste gerade wie alle Abgeordneten seine Nebentätigkeiten offenlegen. Da kam raus, der ist Arzt, kriegt von 4 Ärzte-Lobbyverbänden pro Jahr mindestens 150.000 Öcken zusätzlich zu seinen Diäten. Und jetzt kommt's, ist stellvertretender Vorsitzender im Gesundheitsausschuss. Irre Geschichte. Das finde ich jetzt schade, Oliver. Was? Klar kann man sagen, was ist denn das hier für eine Drecks-Bananen-Republik? Man kann aber auch sagen, ich freue mich für den Rudolf. Der lebt seinen Traum. Ja, ich freue mich aber nicht, ich bezahle dem Rudolf seinen Traum. Ja, aber offensichtlich zahlen sie nicht genug. Anderes Beispiel. Die Fraktionen im Bundestag kriegen jedes Jahr so roundabout 80 Millionen. Du, ich nehme es ihnen jetzt weg, ja. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Der Rechnungshof kontrolliert die Ausgaben und rügt die Fraktionen, wenn die Geld verplempern für, was weiß ich, Drogen oder kanadische Kinderfilme, keine Ahnung. So, und damit wir das nicht mehr mitkriegen, haben die heimlich, still und leise ein Gesetz erlassen, nachdem wir Bürger keine Rechnungshofakten mehr einsehen dürfen. Was? Wirklich? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Natürlich nicht. Weil die genau wissen, dass sie sich immer so furchtbar aufregen, haben die das Gesetz extra nachts um 0.25 Uhr verabschiedet. Wir gucken uns jetzt mal zusammen an, wie lange die dafür gebraucht haben. In Echtzeit. Bitte? So eine Debatte dauert doch Stunden. Oh nö, in dem Fall ging es einen Tick schneller. Wir schauen mal rein. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind wieder alle Fraktionen des Hauses. Danke, vorsichtshalber Gegenprobe. Niemand erhebt sich. Enthaltungen hebt sich auch niemand. Der Gesetzentwurf ist somit angenommen. Sekunden haben die gebraucht. Ich will sofort die scheiß Klangschale zurückhaben. Wahnsinn! Und kein
keiner hat dagegen gestimmt. Nicht mal die Linken. Bitte? Ich muss zugeben, dass es jetzt im Bereich verarscht werden schon Champions League. Ja. Aber das müssen wir aushalten. Da kann man jetzt motzen oder man sieht's positiv. Wenn es wirklich schnell gehen muss, dann ist dieses Parlament schnell. Das ist die Praxis. Ja, mit der Klangschale. Nein, nein, Oliver, Oliver, Olli Schanti-Welke! Birte Schneider, meine Damen und Herren! Schanti-Welke. Ja, entspannt verarscht werden, meine Damen und Herren. Um 0:25 Uhr haben Sie das in 14 Sekunden verabschiedet.